Ja, bei mir ist jetzt Sebastian Haas von Rapid Ape. Grüß dich, Sebastian. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, Rapid Ape, schreib doch mal, was macht ihr bei Rapid Ape? Du bist ja Gründer und Geschäftsführer. Was ist das Geschäftsmodell? Also mit Rapid Ape haben wir ein Technologieunternehmen aufgebaut, das sich vorrangig spezialisiert auf die Analyse und Monitoring von TV-Kampagnen. Da sind natürlich ganz spezielle Fragestellungen dann interessant. Zum einen natürlich, was die Performance, die Leistung von TV als Werbekanal angeht, aber auch Fragen in Richtung Wettbewerbsaktivitäten, die wir eben mit unserer Kombination aus TV-Monitoring und Analyse-Tool beantworten und dann im dritten Schritt die Möglichkeit bieten, die Erkenntnisse, die ich aus der Analyse gezogen habe, dann auch gleich wieder weiterzugeben und zum Beispiel TV stärker zu vernetzen mit anderen Werbekanälen. TV-Tracking ist ja auch derzeit ein heißes Thema. Welchen Herausforderungen seht ihr euch gegenübergestellt und ist es schwierig, da auf den Markt zu gehen und das an den Kunden zu bringen? Also die größte Herausforderung ist definitiv der Medienbruch, von dem wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat. Das ist eben momentan noch nicht die große Verbreitung von Smart TVs und anderen Modellen gibt, wo einfach die Technologie die Möglichkeit gibt, dann auch deviceübergreifend den Nutzer direkt nachzuverfolgen. Und anders als im Online-Marketing habe ich kein Click-Tracking, wenn ich eine TV-Kampagne schalte. Und das ist eigentlich so die Grundherausforderung, der sich jeder Werbetreibende stellt am Anfang. Und das zu beantworten ist nicht immer einfach. Da geht es dann um viele, viele Workarounds, wenn man das so mit dem klassischen Web-Tracking vergleicht. Auch darauf Ungenauigkeiten eben dann mit statistischen oder mathematischen Modellen zu lösen und rausrechnen zu können. Also viele, viele spannende Herausforderungen. Das ist kein einfaches Thema, aber eben wahnsinnig wichtig, weil TV nach wie vor extrem reichweitenstarker Werbekanal ist. Vertrauensbildende Wirkung auch auf die Zielgruppen hat und ich einfach damit schon schnell dafür sorgen kann, dass viele Leute meine Produkte kennen. Und auch ein teurer Kanal. Ja, genau, das kommt dann noch dazu. Wie ist das? Also, kennst du da auch die ungefähren Zahlen? Also, wie verbreitet sind Smart TVs so in Prozenten in Haushalten in Deutschland? Also es ist ein wahnsinnig schnell wachsender Bereich. Ich kann jetzt keine genauen Prozentzahlen sagen. Was aber spannend ist, ist, dass es halt momentan noch wenige Modelle gibt, von denen man ausgehen kann, dass die sich als Plattform oder als technische Integration dann auch durchsetzen. Das ist ein bisschen, glaube ich, einfach ein normaler Prozess, wenn so eine relativ neue Technologie eingeführt wird. Da gibt es dann diverse Phasen, in denen sich das dann erstmal konsolidiert, beziehungsweise sich einzelne Technologien herausbilden. Ich glaube, dass sich das auch noch über die nächsten ein, zwei, vielleicht auch drei Jahre hinziehen wird, bis es dann eine klare Ausrichtung gibt, welche technischen Möglichkeiten werden da dann sowohl vom Konsumenten als auch von der Werbeindustrie eben angenommen. Mhm. Und das braucht, glaube ich, etwas Zeit, um sich da rauszukristallisieren. Es gibt viele spannende Ansatzpunkte, ohne Frage. Ja, auch Integrationen von Google Analytics Tracking zum Beispiel in Smart TVs ist ja so ein Baustein, der mit Sicherheit auch eine Bedeutung gewinnen wird. Aber momentan ist das natürlich noch ein relativ offenes Feld, auf dem viele Kämpfe ausgetragen werden. Die Abbildung von TV zur Webseite, also welche Rolle spielt dabei für euch auch Google Analytics? Google Analytics spielt da eine recht zentrale Rolle, weil Google Analytics natürlich ein wahnsinnig vielfach verwendetes Tracking-Tool ist, was viele Unternehmen als Basis ihrer gesamten Tracking Aktivitäten nutzen, um Auswertungen zu machen, insgesamt auf ihr Marketing bezogen. Und deswegen ist es natürlich auch für das Thema TV-Tracking, mit dem wir uns natürlich jetzt intensiver auseinandersetzen, extrem spannend, da die Ansatzpunkte zu liefern, aber auch die technischen Integrationen zu liefern, um mit dem Tool dann eben auch TV-Tracking machen zu können, was unter Umständen schwieriger sein kann als bei manchen anderen Tracking-Tool, aber gerade über die Möglichkeiten, die Google Analytics Premium liefert, auch BigQuery Möglichkeiten da anzudocken, sind einfach Ansatzpunkte, mit denen auch TV-Tracking mit Google Analytics oder mit Einbeziehung von Daten von Google Analytics möglich wird. Mhm. TV-Tracking in Web-Analyse-Tools, wie ist denn deine Meinung dazu? Weil andere Tools bieten das ja an mittlerweile. Siehst du das als geeignet? Wie ist deine Meinung, wie ausgereift sind solche Funktionen?
Also ausgereift sind die mit Sicherheit. Es geht immer um die Frage, wie detailliert will ich einsteigen in diese Daten. Und viele der Modelle, die man im, von den klassischen Web-Analyse-Tools eben sieht, begrenzen sich da auf eine sehr, sehr oberflächliche Betrachtung. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass ich eben, wenn TV-Spots laufen, mir den Effekt auf meiner Webseite anschauen kann und dann allen, die in diesem Zeitraum auf meiner Webseite waren, eben ein spezielles Flagging mitgebe, mit denen ich die dann als TV-Besucher wieder identifizieren kann. Und das ist unter Umständen für eine erste Analyse ausreichend, aber sowohl aus Media-Planungsperspektive als auch aus BI-Perspektive will ich eigentlich tiefer einsteigen. Also ich will auf der einen Seite besser verstehen, um besser optimieren zu können, und auf der anderen Seite will ich das natürlich auch besser verstehen, um die Zahlen dann auch nachvollziehen zu können. Und da sind die meisten Modelle, die man jetzt so über die klassischen Tracking-Tools beziehen kann, nicht tief genug integriert oder beziehungsweise haben da nicht das detaillierte TV-Attributionsmodell, was eben diese Analysen ermöglicht. Wo ist denn da der exakte Unterschied zu eurem Angebot? Naja, es liegt daran, dass wir eben gesagt haben, wir wollen das ganze Modell weiterentwickeln. Wir wollen nicht nur sagen können, wie hoch ist jetzt der Traffic Impact, den so ein TV-Spot hervorgerufen hat, sondern wir gehen noch tiefer in die Daten, analysieren viel mehr Datenpunkte auch und schauen uns dann an, auf Basis von Wahrscheinlichkeitsberechnungen, abgezogen auf einzelne Besucher der Webseite, haben die denn eine gewisse Wahrscheinlichkeit, über den TV-Spot gekommen zu sein, und versuchen das noch dezidierter analysieren zu können und da wirklich also nochmal ganz andere Aussagen treffen zu können, die dann wiederum helfen in der Aufbereitung der Daten, wenn es um die Customer Journey beispielsweise geht, ja, also um längerefristige Betrachtungen, über welche Kanäle kam zum Beispiel der Traffic, der initial über TV gekommen war, wieder zurück, und dann aber auch einzelne Nutzer weiterverfolgen zu können, also für die Customer, für den Customer Lifetime Value, für die Kalkulation der Werthaltigkeit der einzelnen Kunden dann nochmal detaillierter einsteigen zu können und sagen zu können, mit welchen Kohorten aus dem TV kann ich da zum Beispiel wie planen. Mhm. Und das sind so Fragestellen, die kannst du mit den meisten generellen Tracking-Tools, die eben so ein Modul dann zum Beispiel an für TV-Tracking zur Verfügung stellen, nicht unbedingt erreichen. Mhm. Es gibt ja auch Tracking-Tools, gerade TV-Tracking-Tools, die über Multi-Devices arbeiten, also Second Screen als Stichwort. Wie beurteilst du diese Entwicklung? Deckt das euer Angebot auch ab oder ist das völlig losgelöst? Grundsätzlich orientiert sich das natürlich an der Tracking-Technologie, der Kunde einsetzt, auf der dann unter Umständen unser TV-Tracking aufsetzt, die Attribution also durchgeführt wird. Das ist aber ein wahnsinnig wichtiger Punkt, weil natürlich, glaube ich, allgemein bekannt ist, dass das Nutzungsverhalten von Internet, wenn ich als Nutzer vorm Fernseher sitze, meistens über das Smartphone oder über den Tablet-Computer passiert. Und dann ist natürlich davon auszugehen, dass ich unter Umständen dann vielleicht 2-3 Tage später, wenn ich am Arbeitsplatz sitze, nochmal über meinen normalen Rechner die Webseite aufrufe. Und wenn ich kein Cross-Domain oder kein Cross-Device-Tracking über mein Tracking-Tool abbilden kann, dann wird es schwierig. Dann kann ich diesen Effekt gar nicht mehr miteinander in Verbindung bringen. Und das ist natürlich essentiell. Und ich glaube auch, dass die Möglichkeiten, die dann zum Beispiel Google Analytics bietet, da in die richtige Richtung gehen, auch eben solche größeren Zusammenhänge anzuerkennen. Wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, wie siehst du die Entwicklung des TV-Trackings? Gibt es da bestimmte Trends, wo du sagst, okay, gut, da wird das Ganze hingehen? Oder? Also die Entwicklung des TV-Trackings ist definitiv bedingt von der Entwicklung natürlich des TV-Marktes insgesamt. Ja, also das ist ja was, glaube ich, momentan auch heiß diskutiert wird. Wo steht TV in 5 bis 10 Jahren als Werbekanal, aber auch als Medium an sich? Viele neue Modelle, viele On-Demand-Modelle, viel, viel stärkere Vernetzung zu dem, was als quasi alles online dann auch verfügbar ist. Und ich glaube, dass es nach wie vor wichtig sein wird, eben die Lücken zu schließen zwischen unterschiedlichen Devices, die eben in der, während des Konsums von bestimmten Inhalten dann mitverwendet werden. Und dass TV auch nach wie vor ein reichweitenstarker Kanal bleibt. Aber es wird sich etwas
diversifizieren in den Plattformen, die da zur Verfügung stehen. Ja, also da wird es dann nochmal spannender, auch unterschiedliche Plattformen miteinander zu vernetzen, was auch dann kanalübergreifende Analysen angeht. Ja, also wenn ich dann klassische TV-Kampagnen noch stärker integriere mit zum Beispiel YouTube-Videokampagnen, mit anderen Video-Ads, die auf On-Demand-Plattformen laufen, dass ich eben da auch diese Interaktion dann messen kann bzw. nachvollziehen kann und auch unter Umständen eben besser aussteuern kann. Okay. Ja, Sebastian, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Bis zum nächsten Mal.